So, wo sind die Fans von Magdeburg? Wo seid ihr? Und wo sind die Fans aus Schwerin? Jetzt sind die anderen, die meine Lieben. Das ist schon etwas heiß, aber ich kann auch nicht so gut. So, jetzt können wir nochmal mitklatschen. Auf geht's. So ein Spiel haben wir uns gewünscht. Aus Schwerin, Emerald, Magnus und SC Magnus, der Grünschäfer. Sehr gefroren, tolles Spiel. Schießen auf Kabaten. Kann man noch nichts machen. Gefühlt in 32 Grad. Ja, kurz auf unsere Mensch. So, auf geht's. Jetzt lassen wir euch aber hier zum Stehen. Thank you.
Thank you.
So, hier nochmal der Hinweis. Bitte die nichts zu tun haben hier aus der Halle raus, sonst haben wir große Verletzungsgefahr. Letzte Ansage, sonst müssen wir hier das Spiel unterbrechen. Dankeschön. Thank you.
weiter geht's. Wir brauchen mal Unterstützung, liebe Spieler. Das seid ihr. 10-8 Magdeburg. Thank you.
Im sommerlichen Kleid,
hätte ja auch kürzer sein können. Und natürlich Herren auch. Ja, wir haben alle kurz an. Und vielleicht nochmal, Angelika hat jetzt nochmal das Wort. Gestern konntest du ja nicht, wir haben jetzt fertig. Es ist sehr warm hier in der Halle. Die Mannschaft wollen nach Hause. Dann nochmal ein Wort von dir. Also ich finde es ganz, ganz toll, was die letzten zwei Tage gelaufen ist. Vor allen Dingen bei den Organisatorinnen und Organisatoren der SV Korps möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Aber vor allen Dingen bei den Spielern, die hier so toll mitgemacht haben. Das hat mir ganz klasse gemacht. Dankeschön. Bevor wir gleich die Medaillen verteilen, wir nochmal einen Blick auch nach oben. Es ist ja auch da oben warm, hier unten rechts. Peter, du bist ja gestern zur Eröffnung hier gewesen. Dann warst du ja zwei Tage duschen und jetzt bist du wieder da. Ja, also auch mir ein herzliches Dankeschön an alle, an euch, an die Teams. Zu den Gewinnern kommen wir gleich. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren, alle Sponsoren. Gestatten Sie mir einen zusätzlichen Satz zu den Sponsoren. Digital Design Cup ist unmittelbar verbunden mit dem Geschäftsführer, mit Jürgen Pieper. Der kann heute leider nicht hier sein, aber ich denke, mit einem kleinen Applaus wird er wieder gesund werden. Jürgen, vielen Dank. Und damit kommt jetzt mal jetzt kommen wir hier. Danke. So, wir fangen an in der E-Jugend und wollen natürlich, dass ihr dann die Medaillen und Urkunden verteilt. Axel und Rainer, ihr müsst natürlich hier mitten assistieren. Ich gebe schon mal Platz 15, geht an die E-Jugend, da gucken wir mal die HSG Tilz Löwen. So, da wollen wir noch ein Meter schnell. Oder aufstehen, sind wir da. Und dann nehmen wir hier. Der Mannschaftskapitän reicht dann. So, weiter geht's. Platz 14 in der E-Jugend Digitales Design Cup 2011. HV Lüneburg. So, die Mannschaft steht nochmal auf, holt sich den Applaus ab und dann gibt es jetzt. Sehr schön. E-Jugend, Platz 13, HSV Falkensee. Liebe Mensch, schickt mir zu. Platz Nummer 12 in der E-Jugend hier, die HSG Augustdorf Hüffelhof. Da kommt einer. Noch. Weiter geht's. Auf Platz 11 die SG Spandau Füchse Berlin. Und wir machen auf Platz 10 SC DHFK Leipzig. Platz Nummer 9 die ASV Hamm. Ja, achter Platz hier aus unserem Bundesland, HC Empor Rostock. Platz Nummer 7, die HSG Heidmark E-Jugend, digitales Heimland. Und hier ganz um die Ecke, Platz Nummer 6, SG Batzko-Lietze. Platz Nummer 5 ist natürlich ein Traditionsverein, THW Kiel. Auf den vierten Platz in diesem Turnier 2011, TSV Bayer Dormhagen. So, jetzt gibt es Medaillen und müsst ihr natürlich die Mannschaft dann auch mit herkommen. Das freut mich besonders. Der gastgebende Verein, Landesmeister SV Boschering, Platz Nummer 3. Die Medaillen verteilt, die wir schön auseinandergesortiert haben.
geht's los. Angelika hängt die Medaille um, die Urkunde schon da. Vielleicht kann der Peter auch noch helfen und nicht immer so rumstehen. Da, Medaille jetzt von allen Seiten. So, dann stellt euch noch mal ganz kurz alle zusammen, so für Mannschaftsfoto. Dann können wir unsere Presse, nee, bisschen runterkriegen, bisschen zusammenkriegen, stellen. Guck mal, da wollen sie alle fotografieren. Oder die Fotografen runtergehen, das ist ja dann auch egal. Ach ja, ich habe gar keinen Apparat. Ja. So, hier, auch noch mal dazukommen. Zum Foto, Programm mit auch hier. Nee, was noch Handballerin. So, nochmal einen Applaus hier, mitplatziert der Gastgeberverein. So, haben wir fertig? So, die Presse sagt, wir haben fertig. So, kommen wir zum Zweitplatzierten hier in der EU. Die Urkunde gebe ich schon mal weiter. MTV Soltau! So, schön, die blaue Linie. Können wir uns einigen. Medaillen werden geholt. Und, ja, blaue Linie. Da, der Mannschaftskapitän. Er ist der Kapitän, der Capitano. MTV Soltau, zweitplatzierte hier bei der E-Jugend Digitales Zeichen-Cup 2011. Euer Applaus! So, wenn die Medaillen verteilt sind, dann stellt ihr euch auch nochmal schön hin zum Mannschaftsfoto, ein bisschen vorne und hinten zurück. So, jetzt machen wir noch das Bild für die Presse. Gut, hier einmal. Wunderbar. So, hier haben wir den zweitplatzierten MTV Soltau. Stellen wir dabei. Und das ist natürlich auch ein Verein mit Tradition hier bei uns um die Ecke. SC Magdeburg! Urkunden werden verteilt, ist schon Medaillen werden umgehangen, dann machen wir auch schnell Mannschaftsfoto und dann können wir ja mit dem Turnier beginnen. So, auch hier nochmal, stellt euch nochmal zusammen zum Mannschaftsfoto, wie ihr das gewohnt seid und dann kann die hiesige Presse nochmal den einen oder anderen Schnappschuss machen. Der Pokal, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Na, hallo.
So, kreist aber um den Pokal. Hier der Sieger, SC Magdeburg. So, Dankeschön. Und jetzt geht's weiter. Willkommen zu den Jugend. Und da gebe ich schon mal die erste Urkunde, kannst du schon mal nehmen, Peter. Da gucken wir auf. Platz 15, Jung SG Bielefeld Süd. So, auch da herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's auf Platz 14, die HSG Holzhausen Hattung. Schon weg auf Platz 13, D-Jugend, SG Spandau, Füchse Berlin. Platz Nummer 12, MTV Braunschweig. Schicken wir den Rost zu und weiter geht's auf 11. VfL Friedenbeck. Haben wir stark gespielt. Auf der 10 einlaufen, er spielt Platz Nummer 10, HFK Elsfried. So, herzliche Glückwünsche von der Bürgermeisterin, Platz Nummer 9, SSV Gartenstadt Krefeld, also die große Gartenstadt in Schwerin, Krefeld. Mannschaft Hannoverscher SC. Ja, das sind vielleicht auch schon weg. Platz Nummer 7, MTV Soltau. So, jetzt kommen wir natürlich hier wieder ganz um die Ecke. Platz Nummer 6, die SG Mansko-Lietze. Und weiter geht's, Platz Nummer 5, die HSG Augsdorf Hüppelhof. Platz Nummer 4, dann geht's ja schon in die Medaillen, die HG Rostorf Lode. Auf Platz Nummer 3, er geht hier mit Medaillen und die ganze Mannschaft ist dann hier natürlich gefragt. TSB Flensburg, Platz Nummer 3. So, und da seid ihr natürlich alle hier im Sinn. Ja, haben wir nicht so lauter mehr da oben. Ein wirklich mehr. Ja, das ist natürlich eine Ansage hier zum nächsten Cup auf jeden Fall. So, jetzt gibt es noch die Medaille. Wenn nicht hier, vielen Dank. So, dann machen wir noch schnell, wenn die Medaillen hochgeladen sind, auch hier das Mannschaftsfoto. Könnt ihr euch nochmal so hinstellen, auch gut. Und wir treten noch ein bisschen zurück. Los, ich bin am Sonntag. Und sie haben auch ihr T-Shirt stehen. Wenn nicht wir, wer dann? Also, drittplatzierte, herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier von den Rennen. Dankeschön an die TSB Flensburg, drittplatzierte hier. Digitales Handicap 2011. Wir begrüßen unser Team, den gastgebenden Verein SV Post Schwerin auf Platz 2.
Ja. Steht auf, wenn ihr schon wieder seid. Zweitplatzierter Gastkapodellin, dann die Finale gegen Magdeburg. Es hofft. Den Frauen sagen wir natürlich noch mal Dankeschön.